Ein Internetanschluss mit 50 oder 100 Megabit pro Sekunde über ein paar uralte Telefonstrippen, das geht ja gar nicht. Wie und warum DSL trotzdem genauso funktioniert und wie es dazu kam, das erfährst du in diesem Video. Viel Spaß! Um zu verstehen, wie die Übertragung von Daten über die Telefonleitung funktioniert, müssen wir uns erstmal anschauen, wie das alles angefangen hat. Als es damals die ersten Computer für zu Hause gab, hat man schnell erkannt, dass man irgendeine Möglichkeit brauchte, Daten mit anderen auszutauschen. Und da das Telefon die einzige Verbindung nach draußen war, musste man es irgendwie damit hinbekommen. Es gab zwar schon die ganz modernen, farbigen Telefone, heute kann man kaum noch glauben, dass das damals was Besonderes war, aber fast jeder hatte noch die graue Maus, den Fernsprechtischapparat 611 mit der heute fast schon wieder coolen Wählscheibe. Das Telefon, das war mit der Anschlussdose an der Wand fest verbunden. Die aufzuschrauben, das war strengstens verboten. Okay, ich habe das Ding damals aufgemacht, weil ich einfach zu neugierig war. Gut, dass das keiner gesehen hat, denn sonst könnte ich dieses Video jetzt vermutlich nicht mehr machen. Wenn man sich also keinen Ärger mit der Telefongesellschaft einhandeln wollte, musste man die Datenübertragung irgendwie rein akustisch hinbekommen. Die Idee war also, die Daten in Töne zu verwandeln, die ans Telefon zu übertragen und beim Empfänger wieder Bits daraus zu machen. Die Benutzung dieser Akustikkoppler war anfangs auch verboten, mit der Begründung, dass die Modemtöne das Telefonnetz beschädigen könnte. Was für ein Schwachsinn! Sehr beliebt und später sogar offiziell erlaubt war damals der Datenföhn der Firma Worldtronic. Mit dem Gerät konnte man nicht nur Texte und Programme von Computer zu Computer übertragen, nein, man konnte sogar ins BTX, das war der damals erste Online-Dienst in Deutschland, den der damals einzige Telefonanbieter, ihr wisst alle, wer gemeint ist, vermarkten wollte. Aber wie wir heute alle wissen, hat das nicht besonders gut funktioniert. Um eine einzige Musikdatei oder ein Foto damit zu übertragen, hätte man mit dem Ding gut 8 Stunden gebraucht. Aber das war damals überhaupt kein Problem, denn MP3 und Digitalfotos, die waren ja noch gar nicht erfunden. Die Programme der damaligen Heimcomputer, die waren ja nur ein paar Kilobyte groß. Und beim Übertragen von Texten war das Teil so schnell, dass es niemand geschafft hat, mit voller Geschwindigkeit mitzulesen. So ein Akustikkoppler war also ein richtig heißes Teil. Im Laufe der Zeit wurden die Computer immer schneller und irgendwann war es sogar erlaubt, Modems über die neuen TAE-Anschlussdosen, die es ja heute immer noch gibt, direkt an die Telefonleitung anzuschließen. Durch die elektrische Ankopplung an die Leitung hat man viel weniger Störungen, aber um damit Daten schneller zu übertragen, reicht es nicht einfach, wie beim Akustikkoppler, zwei Frequenzen, also eine für 0 und eine für 1 zu verwenden. Denn für eine höhere Bitrate müsste man auch höhere Frequenzen nehmen und die in schnellerer Folge umschalten. Das geht aber nicht, weil man über eine Telefonleitung nur Töne bis knapp 4 kHz übertragen kann. Aber man kann ja auch Daten über verschiedene Lautstärken eines Tons übermitteln, ohne die Frequenz zu ändern. Das nennt man dann Amplitudenmodulation. Und man kann den Ton zeitlich verschieben, also in der Phase modulieren. Im Phasendiagramm sieht man das noch besser. Hier zeigt die Länge des Zeigers die Amplitude und der Winkel den Grad der Phasenverschiebung an. Wenn man das ganz schnell hintereinander macht, würde das auf dem Oszilloskop dann ungefähr so aussehen. Bei nur 4 verschiedenen Phasenwinkeln kann man schon 2 Bits gleichzeitig übertragen. Wenn man die Amplitudenmodulation noch dazu nimmt und die Stufen feiner macht, dann kann man das, ja, zumindest theoretisch, unendlich weitertreiben. Aber wozu soll das Ganze gut sein? Naja, wir wollen ja über eine Telefonleitung, die nur ein paar Kilohertz Frequenzbandbreite hat, eine möglichst hohe Bitrate übertragen. Der Trick dabei ist, dass nur die Symbolrate, also die Geschwindigkeit, mit der man zwischen den einzelnen Zuständen umschaltet, die notwendige Frequenzbandbreite bestimmt. Wenn man also 3000 Schritte pro Sekunde macht und in jedem Schritt 10 Bit überträgt, dann kriegt man tatsächlich 30.000 Bit pro Sekunde über die schmale Telefonleitung. Tja, aber leider gibt es da noch ein kleines Problem. Denn auf jedem Übertragungsweg gibt es ein mehr oder weniger starkes Rauschen. Dadurch liegen die Signale beim Empfänger nicht mehr genau da, wo sie eigentlich hingehören, sondern zufällig irgendwo drumherum. Hat man eine Leitung mit starkem Rauschen erwischt, dann muss man also eine Modulation mit gröberem Raster wählen
und damit eine niedrige Bitrate hinnehmen, denn sonst gibt es reichlich Übertragungsfehler. Um eine möglichst hohe Geschwindigkeit zu erreichen, muss man also bei jedem Verbindungsaufbau die Leitung vermessen und dann den Modus wählen, der gerade noch fehlerfrei funktioniert. Bei den alten Telefonmodems hat sich dieser Messvorgang früher immer so angehört. Und auch wenn ihr das jetzt vielleicht noch nicht glauben wollt, im Prinzip funktioniert DSL ganz genauso. Okay, ein paar zusätzliche Tricks, die gibt es da schon noch, ganz besonders bei den 100 Megabit Anschlüssen, aber wie das genau geht, das erkläre ich euch im nächsten Teil. Wenn ihr auch meine weiteren Videos nicht verpassen wollt, dann könnt ihr gerne meinen Kanal abonnieren. Okay, das war's mal wieder. Danke fürs Zuschauen, lasst es euch gut gehen und bis zum nächsten Teil von Wie funktioniert DSL?